So, heute wieder mal an der Wandbachtalsperre. Nachdem ich den Mönchweg per Fahrrad erkundet habe, will ich ihn jetzt mal belaufen. Startpunkt ist wieder die Klosteranlage Seligenthal hier. Ich starte jetzt zuerst einen Trailpfad hoch auf die Höhe und werde dann einen kleinen Haken schlagen, um wieder auf die Staumauer zurückzukommen. Und von dort geht es dann auf den eigentlichen Mönchsweg. 8 Kilometer Mönchsweg, ungefähr 3 bis 4 Kilometer diese kleine Erweiterung. Dann wollte ich mal sehen, ob ich hinterher noch einen Schlenker über Seligenthal mache, um auf 13, 14 Kilometer zu kommen insgesamt. Vorbei geht's an dem Seligenthaler Brunnen weiter Richtung Staumauer. So, hier geht es jetzt ab nach Haberschoss. Diesen Weg schlagen wir ein, um auf den Trailpfad zu kommen, der uns auf die Höhe führen wird. Ziemlich steil, aber sehr interessant. Man sollte ihn unbedingt mitnehmen. So, nach einigen hundert Metern auf dem Waldweg hinter dem Bahnbach kommen wir hier an die Abzweigung des Trailweges. Dort ist auch der Natursteig Sieg gekennzeichnet. Dort geht es einige Meter steil bergan. Aber wenn man den Trailweg zu Anfang nimmt, ist man noch fit und es ist nicht so schlimm. Oben angekommen teilt sich der Weg. Wir nehmen den linken Weg mit dem orangen Markierungspunkt. So, jetzt wird es etwas auf der Höhenlinie. Ganz schmaler Trailpfad, wunderschön zu belaufen. An diesem markanten Gebilde ist diese Trailstrecke jetzt beendet. Wir sind jetzt fast auf Höhe der Dammkrone an der Staumauer. Wunderschönen Blick auf den See haben wir hier. Hier an dieser Stelle belaufen wir die Route zweimal. Wir machen jetzt einen kleinen Schlenker hoch in die Berge noch und kommen dann nachher hier in die Staumauer wieder zurück und laufen dort in diese Richtung den Mönchweg weiter. So, an dieser Stelle zeigt hier der Natursteig Sieg ab und damit auch der Erlebnisweg, Naturerlebnisweg Sieg. Wenn wir die Bahnbachtalsperre umrunden, sehen wir den. Wir laufen aber zunächst jetzt geradeaus weiter. An dieser Stelle angekommen, laufen wir zunächst rechts, um unten auf den Waldweg zu kommen, und laufen dann wieder bergan. Hier jetzt der Abzweig, wo wir wieder links bergan laufen.
Wir haben jetzt die kleinen Schlenker über Happerschoss beendet und begeben uns jetzt wieder auf den Mönchsweg runter zur Staumauer und dann über die Staumauer rüber hoch auf die Höhe nach Gut Umschoss. Ja, hier wird es noch mal ein bisschen trailig. Wie man sieht, auch beliebt bei Mountainbikern. Aber ich finde eine ganz tolle Strecke. Jetzt sind wir wieder an der Abzweigung, wo wir gerade an der Staumauer hochgekommen sind. Wir sind vorhin gerade ausgelaufen und wieder runter ins Tal. Jetzt nehmen wir diesen Bogen und laufen runter zur Staumauer. Ja, dieses ist das einzige Stück, was wir doppelt laufen müssen, aber ich finde, der Aufwand lohnt. So, jetzt machen wir Staumauer, der Warnbachtalsperre. Hier im Informationszentrum können wir uns mal ein bisschen umschauen. Im Sommer gibt es dort auch eine Wasserstelle, wo man frisches Warmbach-Talsperrenwasser kostenlos bekommen kann. Im Winter ist es jetzt leider abgestellt. Hier also der Abzweig dort von der Staumauer, dort hoch geht der Asphaltweg über Gut Umschoss, dann weiter in den Wald rein. Wir sind jetzt fast auf der Höhe angekommen, viel höher geht es jetzt nicht mehr. Hier sieht man schön auf die Warnbachtalsperre. Hinter uns jetzt die Streuobstwiese mit dem sehr bekannten Herzchenbaum. Wenn man hier durchguckt, kann man fast erahnen, wieso der Herzchenbaum heißt. Von der anderen Seite sieht es genauso aus. Nicht? Herzchen. Wir durchlaufen jetzt Gut Umschoss, einen privaten landwirtschaftlichen Anwesen oben aus der Höhe. An die Gutsanlage schließt sich eine wunderbare Walnussallee an, der wir jetzt ein Stückchen folgen. Am Ende der Allee zweigt dann die Warnbachtal-Umrundung ab. Wir laufen aber dann geradeaus weiter. Mit dem Durchqueren der Walnussallee ist auch die höchste Stelle des Weges erreicht. Und jetzt geht es eigentlich fast nur noch flach bzw. leicht bergab. Diese markante Buche mit der Leiter mag wohl so manches Geheimnis beinhalten, aber man kann nicht wirklich was erkennen. Trotzdem immer ein schönes Objekt, eine kurze Pause zu machen. Wir laufen jetzt auf der linken Seite weiter hinter dem Warnbach-Talsperrenverbandsgebäude. Wasseraufbereitungsanlage und Filteranlage des Warnbachtalsperrenverbandes. Ganz in der Nähe hier rundherum sind zahlreiche Teiche und Biotope angelegt, meistens als Ausgleichsmaßnahme für den Talsperrenbau. Ein wunderschöner Rastplatz in der Sonne gelegen, markiert ungefähr auch die Hälfte des Weges. Wir haben jetzt 7 Kilometer gelaufen. Zeit für eine kurze Trinkpause und dann geht's weiter. Hier wird eine T-Einmündung. Wir laufen kurz rechts
dann wieder dort hinten, wo die Spiegel stehen, links in den Wald hinein. Interessant ist hier die Bauwerke, die hier im Wald stehen. Man denkt, man ist ja völlig in der Natur und dann sieht man dort sowas. Schön ist, man kann sich gleich mehrfach dort betrachten. Wunderschön ist es nicht. Deswegen laufen wir jetzt dort in den Wald hinein. Der Waldweg ist relativ unspektakulär, aber schöner weicher Boden, kann man prima laufen. Wir sind jetzt hier erstmal zu Ende. Es kommt wieder mal ein Stückchen Asphaltweg, aber nur einige hundert Meter. So, an dieser Kreuzung geht der Waldweg weiterhin immer geradeaus. Wunderschön flach. Dort sehen wir die Ausschilderung Mönchweg und um die Warnblatt-Talsperre. Knappe 3 Kilometer. Haben wir es bald geschafft. Noch einmal einer der beliebten Rastplätze, die Relaxbank. Für uns allerdings im Moment nicht angesagt, weil wir laufen ja entspannt weiter. Auf diesem Weg, dem Mönchsweg, ist nicht nur Laufen und Sport angesagt, sondern es gibt auch einiges Wissenswertes. Da wird zum Beispiel hier auf dieser Tafel auf die Verbindungen der einzelnen Kirchen in vorgeschichtlicher Zeit hingewiesen, dass dort auffällige geometrische Muster vorhanden sind. So, diese Hütte markiert auch gleichzeitig fast schon das Ende des Grundweges, des Mönchsweges. Wir haben jetzt nur noch wenige Kilometer bis zum Ziel. Dort laufen wir jetzt runter. Hier ist jetzt die Einmündung. Warmnachtalsperre. Dort geht es zum Staumauer. Geht der eigentliche Mönchsweg lang. Wir wollen aber jetzt zurück zum Auto nach Seligenthal. Dann gehen wir in diese Richtung, die Warmnachtalsperre Richtung Zwickburg-Kaldauern. Irgendwo biegt dann links ein Weg ab nach Seligenthal in den Ort. Von dort ist es ja nicht mehr weit bis zum. So, an dieser Stelle könnte man jetzt nach Seligenthal runterlaufen. Ein uralten Pilgerweg. Wir laufen aber noch ein Stückchen weiter in den Ort hinein. Haben wir noch ein paar Kilometerchen dran gehängt. Wir haben jetzt fast 11 Kilometer. Kleinschleife geht noch. Hier jetzt Ortseingang Siegburg. An dieser Stelle verlassen wir die Warnblatt-Talsperre und laufen dann endgültig den Franziskanerweg zur Klosterkirche nach Seligenthal. Das war das Ende der erweiterten Mönchswegeroute. Fast 12 Kilometer sind wir gelaufen. Ich finde eine sehr schöne Strecke. Am Anfang steile Trail, schöne leichte Steigungen, zauberhafte Landschaft. Hinterher dann auf der Höhe fast nur noch flach, Waldwege, viel Sonne, viel Spaß, Nachahmung empfohlen. Tschüss!